So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog. Wenn man einen Computer neu einrichtet, sei es, weil man einen neuen Computer bekommen hat oder man sich Windows neu installiert, dann ist die größte Arbeit, die Programme zu installieren. Sich die einzelnen Programme wie Browser, Office, Bildbetrachter, Messenger und was nicht alles da zu installieren, muss man das Ganze heraussuchen, von den Webseiten herunterladen, installieren, sich durchklicken. Ja, das ist immer sehr, sehr viel Aufwand und eine sehr, sehr langweilige Aufgabe. Hier gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu beschleunigen. Und zwar Ninite nennt sich das Ganze hier unter ninite.com. Hier kann man sich einen personalisierten Installer für ja, Standardprogramme erstellen lassen, die dann ohne Rückfrage, ohne dass ich mich da durchklicken muss, installiert werden. Und das Schöne ist auch ohne irgendwelche Zusatzfunktionen wie Werbung oder solche Sachen, die da oftmals mit installiert werden. Ja, um das Ganze zu nutzen, geht ihr hier auf ninite.com. Ich habe hier mal ein Windows in einer virtuellen Maschine frisch aufgesetzt und ja, hier fehlt jetzt noch alles an Software im Prinzip. Man geht auf ninite.com und sucht sich dann hier die Anwendungen heraus, die man installieren möchte. Da gibt es so einen ganzen Satz an Standardanwendungen, die, denke ich, die meisten von uns installiert haben werden und auch brauchen werden. Die wählt man hier aus. Zum Beispiel sage ich jetzt hier, ich will den Firefox haben, ich will Pigeon installiert haben. Skype wäre noch eine Sache. Hier Bildbearbeitung kann ich dann sagen, Greenshots zur Erstellung von Screenshots. Dann WinRAR will ich haben, 7-Zip, Evernote ist mit dabei, KeePass, also unterschiedlichste Software aus den verschiedensten Bereichen, Sicherheit, Office, Medien, File-Sharing, Utilities und so weiter und so fort. Notepad++, das ist natürlich auch so ein Standardprogramm. Ja, wenn ich das ausgewählt habe, dann klicke ich hier unten Get Your Ninite und hier wird dann mir ein persönlicher Installer erstellt, den ich dann hier herunterladen kann. Ich habe das hier mal gemacht und ich öffne jetzt hier mal den Ordner hier und da sieht man dann, wir haben jetzt hier eine ausführbare Datei, wo im Namen auch schon drin steht, was dann so etwa installiert wird. Das kann ich dann einfach starten. Dann wird das Setup hier ausgefüllt. Muss ich hier bestätigen, brauche natürlich Adminrechte für die Installation und dann legt er auch schon los. Hier sieht man jetzt die Liste von den Sachen, die ich ausgewählt habe. Er lädt die dann einfach herunter und installiert die dann nacheinander, ohne dass ich jetzt hier irgendwie noch irgendwas machen muss, irgendwas auswählen muss, irgendwas anklicken muss. Also ganz schnell hat man da sozusagen die Standardprogramme installiert. Ja, der Firefox, der ist jetzt hier runtergeladen, jetzt installiert er. Währenddessen lädt er hier schon das nächste herunter. Man sieht jetzt auch, er wartet hier auf die Installation. Der Firefox muss jetzt erstmal durchlaufen und dann geht das Ganze dann weiter. Firefox sieht man, ist schon installiert. Man sieht, das geht recht schnell. Man sieht auch die Desktop-Verknüpfung. Und ja, finde ich eine sehr, sehr praktische Sache für die Standardanwendung. Klar kann man sagen, da ist jetzt irgendwie nicht alles mit dabei, was ich natürlich brauche, aber es ist viel mit dabei und das erleichtert dann auch schon die Installation von so einem neuen PC, wenn ich so die ganzen Grundsachen, die ich ohnehin mir installiere, da schon mal mit dabei habe. Ja, wer sich jetzt fragt, wer ist die Firma? Ninite, die bieten auch so eine professionelle Software an. Das ist sozusagen die Lite-Version für den Privatanwender. Da gibt es noch Ninite Pro. Das richtet sich dann eben an Firmen, würde ich sagen, oder professionelle Anwender, die eben ja, Softwareverteilung machen wollen in ihrem Netzwerk. Und das ist sozusagen ihre kostenlose Werbeplattform hier. Ja, es wird auch von verschiedenen großen Firmen hier benutzt. Tupperware, Tupperware, Pepsi und so weiter. Also da kann man der Software durchaus auch vertrauen. Man kann auch weitere Anwendungen hier vorschlagen, auch ganz nett. Und ja, also zumindest für die Standardsachen finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr schick. Und die Installation ist jetzt hier auch schon fast durchgelaufen. Jetzt kommt noch KeePass und man sieht, wie schnell das geht. Hätte ich jetzt manuell alles mir runterladen müssen oder raussuchen müssen, auf den Webseiten hin navigieren müssen, hätte das deutlich länger gedauert. Und ja, hier bekomme ich dann eben auch eine aktuelle Version von dem ganzen Kram. Ja, das war es auch schon, was ich zeigen wollte. Wir sind auch schon fertig. Man sieht die ganzen Programme jetzt hier installiert. Ich hätte jetzt manuell hätte ich deutlich länger gebraucht. Also, kleine Empfehlung. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom eKiwi-Blog.